freue mich, dass Sie da sind heute. Intakte Familien, ein gesundes Verhältnis zur Natur und die Brauchtumspflege in der Dorfgemeinschaft. So beschaulich und schön kann das Dorfleben sein. Die Frage ist aber, ob das nicht nur so ein Bild ist und ob es nicht brodelt unter dieser ganzen Fassade. Keineswegs, sagen meine Gäste heute Nachmittag. Am Land, da gibt's kein Sünd. Meine ersten vier Gäste kommen aus dem Mühlviertel. Hier sind's Benno, Elisabeth, Carina und Lisa. Und sie sind der beste Beweis dafür, sagen sie, dass am Land die Welt noch in Ordnung ist. Herzlich willkommen. Ja. Nehmt Platz. Benno, ich darf mit dir beginnen. Du bist das Familienoberhaupt. Wo lebt ihr denn? Wo seid ihr zu Hause im schönen, beschaulichen Mühlviertel? Wir sind in dem kleinen Kurstädtchen Bad Leonfelden. Schön. Das ist 5 Kilometer von der tschechischen Grenze weg. Mhm. Hat ca. 4.300 Einwohner. Und liegt so 7,49 hoch, also wir haben den böhmischen kalten Wind und wir sind auch ein Skigebiet. Also dort kommen wir her, aus diesem früher Ort, ja, seit 2001 Stadt. Genau. Und was hast du beruflich gemacht oder machst du? Ursprünglich war ich Bäcker-Konditor, okay, war dann also Betriebs- und Produktionsleiter und dann bin ich auch in die Berufsschule gegangen. Aha. Und die letzten 25 Jahre war ich in der Berufsschule in Linz. Und hast dort unterrichtet? Dort habe ich unterrichtet, okay, ja. Das könnte sein, dass du 25 Jahre gelernt hast. Ne? Ja. Einen Beruf nach dem anderen. Ja. Genau. Elisabeth, ich habe nur durch den Bundesheer unterbrochen. Genau. Also du warst quasi Lehrer, du glaube ich auch, gell? Ja, ich bin Volksschullehrerin mit Leidenschaft. Und ich fange jetzt mein letztes Semester an. Bin ein bisschen traurig, weil ich aus der Schule scheide. Oi. Und mir die Kinder wahrscheinlich sehr fehlen werden. Aber wir haben ja selber 3 Kinder, genau, und ein Enkelkind und hoffen, genau, dass das noch mehr wird. Und dann kann die Omi hergehen, ja, und ein bisschen, ja, nachhelfen. Einfach, ja, da sein, ja, füreinander. Da sein. 2 Exemplare sitzen heute da. Das sind die Carina und die Lisa. Ihr habt ja einen großen Altersunterschied, gell? Mhm. Kann man so sagen, ja. Wie viel? Fast 13 Jahre. Das heißt, Carina, als die Lisa kam, hast du schon zum Teil so ein bisschen, ja, die Mama-Rolle. So war es auch. Also es ist uns öfter passiert, als Lisa ganz klein war, haben sie oft zu mir gesagt, na, so eine junge Mama. Und es passiert, genau, uns noch immer. Nach wie vor. Ja. Sie glauben, wir sind Mutter und Tochter. Ja. Das ist lustig, gell? Ja, wir lassen das ja dann oft so. So stehen und lächeln. Lisa, ja, das ist ein großer Familienverband. Und genau, du bist quasi das Nesthäkchen. Ja, ganz und du, genau, möchtest auch dort bleiben. Also es zieht dich nicht, weil du bist ein junger Mensch. Die wollen normalerweise immer in die Großstadt, also Salzburg, Wien, Linz. Aber du sagst, na? Genau, ich bin die Jüngste. Wir haben nur einen Bruder in Bern zwischen uns. Der ist 8 Jahre älter wie ich. Und ja, ich war in Wien für eine gewisse Zeit, habe studiert. Aber ich habe im Herzen noch immer gefühlt, ja, es zieht mich wieder zurück nach Bad Leonfelden in die Heimat. Ich bin sehr familienverbunden, mhm, und genieße es dort, weil dort bin ich her und da kehre ich einfach hin. Gell? Was ist das Schöne am Landleben oder just bei euch in Bad Leonfelden, Benno? Das ist die Freundschaft auch, die man pflegt. Also am Land gibt es keine Anonymität. Jeder kennt fast jeden. Wir sind zwar Stadt, wie ich gesagt habe, aber wir haben fast ein bisschen einen Dorfcharakter. Also jeder kennt fast jeden. Wenn man sich begegnet, da gibt es einen Gruß. Man geht nicht aneinander vorbei, ohne zu grüßen. Ist das noch so, ja, bei euch? So ist das bei uns, mhm, noch. Ja. Wenn man ins Wirtshaus geht, da erscheint man geht nicht hinein, sondern man erscheint und grüßt natürlich alle. Also, okay, alle. Wir grüßen alle, auch wenn sie jetzt Linzer sind. Wir haben ja, jeder hat ein gutes Verhältnis zu, ja, den Linzer. Gibt's nicht. Aber die grüßen wir auch. Ja? Das Sehen bei uns wird noch gegrüßt. Wie schaut es denn aus so mit dieser quasi Scheinheiligkeit? Das heißt oft am Land,
tut man nur so, als ob. Und in Wirklichkeit, wenn man ein bisschen kratzt an der Oberfläche, dann entpuppen sich da Tragödien. Ist nicht so leicht, weil, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, jeder kennt fast jeden. Mhm. Und dann bemüht man sich schon, und das ist auch der Charakter unserer Leute am Land, ehrlich zu sein. Genau, oder zum Beispiel, Carina, sonntags in die Kirche zu gehen, vielleicht einem Verein beizutreten, so bei uns sind diese Musikkapellen. Ja, ist das bei euch auch wir so? Wir sind alle Musiker. Ja, wir sind Musiker. Ich bin schon 55 Jahre bei der Blasmusik. Aha. In Wermfelden. Und was heißt, wir sind Musiker? Also ihr alle musiziert gemeinsam. Mhm. Und wie alt sind die Enkelkinder? Der ist 7. Und der tut auch schon mitsingen? Der tut auch schon mitsingen und lernt Schlagzeug und ist auch begeisterter Musiker. Das ist auch ein bisschen so was, was man eigentlich vom Land her kennt. Ja. Ne? Ja. Dass man sieht. Und habt ihr das schon so quasi auch in der Familie zum Beispiel Sonntagnachmittag euch zusammengesetzt und dann musiziert? Bei uns ist es so, dass die Kinder, dass wir die ganze Familie meistens Samstag oder Sonntag um uns versammeln, je nachdem wie Zeit ist, dann essen wir gemeinsam, schön, wird besprochen, wenn wir Auftritte vor uns haben, proben ein paar Lieder kurz und singen so ein bisschen. Genau. Wir sind schon gerne beisammen. Und das wolltest du auch immer machen, Lisa? Oder hast du manchmal gedacht, Mensch, ich möchte lieber in die Disco gehen und fortgehen, das nervt, da mit Papa, Mama und großer und Halbmama sozusagen, der großen Schwester zu musizieren? Nein, ganz gar nicht. Ich bin damit aufgewachsen. Und es ist nach wie vor, wir haben ein ganz inniges, enges Verhältnis, alle 5, auch mit unserem Bruder. Und ja, es ist nach wie vor immer Freude, wenn wir gemeinsam singen und auftreten. Und wenn wir dann wieder einen Auftritt planen und proben, ist das für uns immer gemeinsame Familienzeit, die wir sehr schätzen. Nicht nur mit uns 5, sondern ich würde sagen mit uns 9, weil wir ja Schwiegerkinder haben. Okay, da kommt alles her. Und wir sind natürlich gerne auch dabei. Und ihr seid so schön, so in quasi ländlichen, trachtigen Dirndl. Wobei man sagen muss, das ist ja eigentlich nicht mehr so, dass man sagt, am Land haben die Leute alle nur ein Dirndl an. Das ist ja, ein Dirndl ist ja heutzutage was ganz Besonderes. Es gibt ja die Kirtage in der Stadt. Das ist ein Aufgebot. Ne? Da kommt man hin, im schönsten Dirndl, in der schönsten Tracht. Ne? Ja. Ich muss sagen, dass man heute wieder zur Tracht steht, freut mich unheimlich. Schon, gell? Ja, mich auch. Das war, wenn ich ganz ehrlich bin, zu meiner Zeit, wie so in den 60er Jahren, ist man mal weg von der Tracht gewesen. Total. Mhm. Und da habe ich damals als erster junger Mann, da habe ich den Jugendchor geleitet in Lermfeld einige Jahre, habe ich mir als erster so einen Oberösterreich-Anzug machen lassen. Und da bin ich dann vorhin gestanden. Und alle Mütter haben gesagt, lass sowas Fesches. Die haben den Anzug gemeint. Naja, wer weiß, was die gemeint haben. Ich habe ein bisschen mehr gemeint. Das glaube ich auch. Na, aber das ist schon, das gehört auch zur Tradition dazu. Wie viele andere Werte auch traditionelle. Ne? Also was halt so, eben zum Beispiel der Kirchgang, die Kirtage. Ne? Die Vereine. Also, die Vereine sind ganz wichtig. Ne? Auch zum Beispiel die Feuerwehr oder so, dass man sie halt... Seid ihr in vielen Vereinen, Carina? Was machst denn du beruflich? Ich bin auch Lehrerin. Aha. Ich habe mich aber spezialisiert auf Kinder, die besonders sind, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen und ein bisschen mehr, ja, mehr Zuwendung. Mhm. Für die bin ich zuständig und das gefällt mir auch sehr gut. Und da natürlich erlebe ich das auch bei Kindern einfach, wo dann dieser Hintergrund, dieser Background passt, wo man sagt, die Familie ist intakt. Man kann natürlich da viel mehr dann mit der Familie gemeinsam schaffen, dass es dem Kind wieder gut geht, dass in der Schule wieder besser läuft. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und ich meine da jetzt aber nicht nur Familie, weil es gibt auch sehr viele alleinerziehende Mütter oder auch Väter. Die gibt es natürlich bei uns im Land auch und die darf man nicht vergessen. Die unterstützt man natürlich genauso, weil die Umstände sind anders. Man muss so nehmen, wie es ist und ja, für die... bin ich dann zuständig. Du und Lisa, du hast noch keinen Freund? Doch. Ja, ich bin seit einigen Jahren glücklich vergeben. Und ist das der erste? Nein. Aha. Jetzt gehen wir da so doch ein bisschen umschauen und ausprobieren. Ah, und irgendwann ist man dann bereit für diesen einen und ja. So ja, aber das war früher anders, ne? Am Land hat man sie kennengelernt und dann geheiratet, ne? Ja, ganz früher ist mir verheiratet worden. Ne? Die haben das schon gesagt. Da haben die Eltern das ausgesucht und gesagt, die heiratst oder umgekehrt. Na klar, den damit heiratst, man die Gehöfte und so, klar. Den da, der hat was, der hat ein Fest. Zaster, ne? Der hat ein Geld, den musst du heiraten. Ja, wenn ich ihn aber nicht mag, wird es sich schon langsam zusammenstreiten. Ja.
Naja, eh, so war es ja. Ne? Du, Carina, wenn so, wie lange bist du schon verheiratet? Wie lange bin ich verheiratet? Oder zusammen mit deinem? 14 Jahre bin ich verheiratet. Und inwiefern waren die Eltern Vorbild? Die waren ein großes Vorbild, weil genau in dem Jahr, wo ich meinen Christian geheiratet habe, haben Mama, Papa Silberhochzeit gefeiert, 25 Jahre. Und für mich die Beziehung zwischen den Eltern natürlich eine Vorbildfunktion hat. Und auch nach wie vor einfach dieses Zusammenleben, das in einer langen Ehe das Höhen und Tiefen gibt, das gehört dazu. Aber dass man die gemeinsam bewältigt, das ist einfach für mich, wo ich auch schauen kann. Ja. Ist dieses Singen auch ein bisschen so Therapie? Schon, gell? Ich sage das schon so, ja. In gewisser Weise, oder? Weil es das macht Freude und bindet. Genau. Also wenn wir, da gibt es im Stammbuch, das wirst du als Lehrerin oder auch Carina kennen, wo man da jemand, das werde ich mich immer erinnern, wo man singt, da lasse ich nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Es ist balsam für die Seele, sage ich immer, weil gerade in unserem Beruf, eben, wenn man mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun hat, braucht man irgendwie wieder eine Quelle, wo man Kraft kriegt. Kann man viel ausdrücken auch. Aber vielleicht zeigt ihr uns, habt ihr Lidl, vielleicht, dass ihr da spontan singen könntet? Ja, ja. Na dann bitte, lasst uns hören. Dum 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 dum. Schalala, schalalala, schalalala, la. Schalala, schalalala, schalalala, la. Pflück dir eine Freude ab und steck sie fröhlich an. Versteck sie nicht, sondern zeig sie nur, dass sie jeder sehen kann. Du schaust so traurig, wirfst in die graue Welt. Gehst mühsam deinen Pfad. Da scheint die Sonne, die uns den Tag erhält. Und dann erwachst du, du kommst in Fahrt. Du gehst den Weg, der dir gefällt. Schalala, schalalala, schalalalalala. Schalala, schalalalala, schalalalalala. Schön! Super! Großartig, danke schön. Setzt euch wieder. Super, na da merkt man die Profis. Da hat wahrscheinlich auch mein Gast hinter der Bühne, ein echter Städter, schon große Ohren und große Augen gemacht, der liebe Peter, für den das alles, die ganze Landromantik, ein Rätsel ist. Hier ist der Peter. Hallo. Peter ist ein richtiger Städter. Das bin ich, ja. Aus? Aus Wien. Aus Wien. Lieber Peter, welches Bild hast du vom Land? Naja, das mit der Idylle ist nach meiner Meinung nicht so weit her. Das erinnert mich so an Bräugelbilder. Das ist ja nur Schwerarbeit, was da zu sehen ist. Gebückte Menschen im Schnee. Und ja, es ist für mich, ich bin am Stadtrand aufgewachsen. Das wäre mir schon zu ländlich. Wirklich? Ja, klar. Also für mich ist Oberlau schon tiefstes Land. Aber du konntest mit der Straßenbahn oder mit dem Bus wahrscheinlich dann... Ich kann überall hinfahren. Nein, aber das konntest Minuten du. Ja. Kann ich jetzt noch immer. Na und seid ihr dann so... Na, zuerst müssen wir euch antworten lassen. Also der Peter hat gesagt, schwer arbeitende Menschen im Schnee. Ja, der meint ja das Bild. Ja, genau. Das dringt dann immer aus dem Kopf wahrscheinlich. Naja, Schneeschaufeln ist schon manchmal schwer, das stimmt. Ja, und auch das Beugelbild ist Holz sammeln und ähnliche Dinge zu tun. Das Klo draußen und zum so. Zum Beispiel, ne? Genau. Fallkloset. Ja, es war wirklich einmal so, da recht, ja. Aber es ist schon sehr lange aus. Idylle, das ist auch nicht so weit her, weil die spektakulärsten Verbrechen passieren am Land. Nein. In Wien gibt es nichts. Natürlich, in Wien gibt es natürlich, klar, das ist eine 2-Millionen-Stadt, klar, da gibt es schon, aber sie sind nicht du so meinst, spektakulär. Im Vergleich, da passieren ja vielleicht ja ein Raub du oder so.
Bitte, Benno. Also, jeden Tag ein paar Abzüge, ja. Naja. Ist ja klar, weil so viele Leute sind. Ja, ich meine, bei 2 Millionen Einwohnern, glaub, passiert eine gewisse Art der Kriminalität. Ja. Sich in einer ländlichen Gemeinde fällt das viel mehr auf. Ja, ne? Ja. Wenn von einem Dorf, wo 500-600 Leute wohnen, ja, ein Verbrechen 5-jährig passiert, ist das natürlich spektakulär. Aber trotzdem. Ja, das stimmt, ich, ja. Du, Peter, ja. Na, was, wie schaut es denn aus mit der Liebe? Also. Die Liebe zum Land? Nein, mit der Liebe, dieser Liebe. Dieser hast, Liebe du, hast du mal ein Mädel vom Land kennengelernt gehabt? Ja, ja, klar. Und? Ja, die waren eigentlich. Die habe ich eigentlich in Wien. Die waren zwar vom Land, aber sie haben in Wien gelebt. Aha. Und sie wollten sicher nicht mehr zurück. Ich hatte schon mal ja Pendlerbeziehungen, bin nach Kärnten gefahren und so. Aber das war dann doch nicht so meins. Also der großen Liebe wegen aufs Land zu ziehen, käme dir nie in den Sinn. Das muss aber eine übergroße Liebe sein. Was wäre denn so schlimm am Land? Was tue ich da? Von, ja gut, ich meine, vielleicht wenn man eine Familie hat oder so, aber ich meine, als Single, was tue ich als Single dort? Na, du könntest zum Beispiel als Musiker in dieser Familie ja auch auftreten. Ja, ich meine, das muss ich dazu sagen, das Lied hat mir schon sehr gut gefallen, weil mir gefällt diese Art der Musik. Ja, okay. Es war mir ein bisschen zu fröhlich, aber ich mag mir das Melancholische. Also wo ist es jetzt düsterer? Naja, natürlich in der Stadt. So aber wir reden ja heute über die Sünden. Ne? Also ja, dieses Scheinheilige, das ist das, was die ja ein bisschen zerstört, ne, am Land. Ja. Die gehen in die Kirche und trotzdem betrügen sie einander. Oder was meinst ich du damit? Ich denke schon, nur wenn die Gelegenheit da ist, wird es getan. Wo ist denn jetzt am Start? In der Stadt habe ich mehr Möglichkeiten dazu. Ne? Geht man in ein paar verschiedene Bars und irgendwann passiert dann schon was. Da tut man sich einfach leicht, als wenn man von Gemeinde zu Gemeinde fahren muss und wieder der Führerschein aber das ist, glaube ich, da hat er, glaube ich, schon ein bisschen recht, Elisabeth. Wenn man sich heutzutage am Land trennt, dann ist das wohl möglich und nicht mehr so wie früher, dass man. Aber es ist schon ein großes Gerede. Ja, ich glaube mittlerweile nicht mehr so. Weil leider die Trennungen immer häufiger sind. Und drum also würdet ihr zwei euch jetzt trennen? Na, auf wäre das ein großes... Hallo. Das wäre ein Skandal, ja. Na, ja. Skandal, ja. Ja, es wäre ein Skandal. Ja. Aber für uns auf jeden Fall. Naja, aber für aber die Gesellschaft, ja. Vielleicht sagen da manche, mein Gott, na, jetzt waren sowieso lange schon beieinander und jetzt, was na, hat's denn da? Es würde schon geredet. Ja, es ist, glaube ich, das muss man, glaube ich, unterschreiben, dass am Land diese Vorzeigefamilien, die ihr ja seid, ja so angesehen und involviert und so dieses Perfekte, wenn da was passiert, das ist eine Bombe. In Wien, wenn so eine angesehene, das merkt man vielleicht gar nicht. Nein, das merkt das man gar nicht. Das ist vielleicht das, was du auch meinst. Nicht einmal im Freundeskreis bekommt man das mit, oh, ihr seid geschieden, seit wann? Seit 5 Jahren, so ist das gar nicht. Das kriegt man nicht wirklich mit. Ne? Das ist halt am Land. Ja, ja, das ist schon. Da brechen dann Sachen auf, dass man sagt, um Gottes Willen. Und dann auf einmal fällt es wie Schuppen vor den Augen. Ah, ja, genau, dort habe ich den gesehen oder sie. Also das, vor allem, man kann nicht so viel unbeobachtet machen. Das ist der große Unterschied, dass man einfach immer unter Beobachtung steht natürlich. Je kleiner. Ich meine, der Peter sagt 500 Einwohner, wir sind kein 500-Einwohner-Dorf, ja, sondern ein bisschen größer. Aber trotzdem natürlich ist die Anonymität nicht so gegeben. Genau. Und was ja Vorteile hat, gell? Die hatte ich als Kind auch nicht, immer Stadtrandkind. Aber das hat mich schon sehr irgendwie, das hat mir nicht so gefallen, dass ich da, wow, der hat was angestört und der ist ein Schlimmer und der tut das und vor denen musst du aufpassen. Das, in einer Großstadt passiert das nicht, weil du suchst einfach eine andere Bar oder gehst ein paar Gassen weiter. Und kein Mensch kennt dich mehr und du kannst wieder von vorn beginnen. Naja, das ist ja das Schlimme. Man kann ständig die gleichen Geschichten erzählen, 20 Jahre lang, die sind immer neu. Aber das ist ja das Schlimme. Man nein, soll das sich ist ja bessern. Nein, das gefällt mir aber so. Ich kann mir das anders nicht vorstellen. Ja. Ich kann mich schon immer nicht magern, dass es gefällt mir, so ein paar Tage im Land zu verbringen. Das mache ich total gerne. Aber ich möchte auch wieder zurück in die Stadt. Peter, wo glaubst du, wird mehr betrogen? Wo geht man mehr fremd? Naja, heutzutage ist das, glaube ich, wurscht. Also, heutzutage hat schon jeder die Möglichkeit. Irgendwie in jedem abgelegenen Dorf kannst du
irgendwelche... Gut, wenn das stimmt, so wie du sagst. Ja, ja, schon. Aber dann gäbe es ja gar keinen Unterschied mehr. Dann würde man ja hier und da gleich fremd gehen und sich betrügen können, weil man ja eben so, weil ja die Welt quasi ein großes Dorf ist, ja, und man so schnell überall, also so wie du das sagst, ja, mit den ganzen sozialen Medien. Ich bin auch nicht der Meinung, der Mensch ist für eine monogame Beziehung nicht geschaffen. Länger als 3-4 Jahre ist es unheimlich schwierig. Also, wie lange seid ihr jetzt schon? 44. 44 Jahre? Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, das bringt das Land mit sich. Na, die schöne Umgebung, die Ruhe, die Landschaft, die Leute um sich herum. Ja, das mag schon möglich sein, dass schon eine schöne Landschaft dran. Aber man muss schon was beitragen. Ja, man muss irgendwas, aber in Wien, klar, trennt man sich einfach leichter. Und meine längste Beziehung hat 6 Jahre gedauert. Das kommt mir vor wie ein ganzes Leben. Also, okay. So, Peter, warst du früher auch mal so in einer Landdisco, so wie man es von dem ERV-Märchenprinz kennt? So ähnlich, so war es ja immer. Da fährt man raus, ne, denkt man, oh, spielt man einen großen, wichtigen Großstädter, dann kommen ein paar Kleinstädter daher und wollen auf der Großstadt gehen. Haben, und das ist ein Wahnsinn. Wir müssen immer 2-3 Autos fahren, damit wir ja genug Leute sind, damit wir nicht zu zweit oder zu dritt dorthin gehen. Da waren wir immer ja ganz viele Leute. Also, das ist ja unter 8 oder 9 Leute, sind wir da sicher nicht rausgefahren. Du, Elisabeth, jetzt heute in der Stadt, ist es so, dass ihr euch denkt, na Gott sei Dank müssen wir da nicht wohnen? Ich meine, Wien hat viel zu bieten, eine wunderschöne Stadt mit viel Kultur, vielen schönen Bauten, Konzerten, Oper, Theater. Aber denkt ihr euch, ja, vielleicht ein paar Tage, wenn überhaupt, aber ja, schön, dass ihr wieder in eure, weil du gesagt hast, es ist so idyllisch. Und wir fahren gerne in die Stadt, wir sind sehr kulturell begeistert. Auch sehr häufig in Wien. Mhm. Aber zum Wohnen könnte man es nicht, also könnte ich mir es nicht vorstellen. Weil, wie ich schon gesagt habe, diese Landschaft, wenn man beim Fenster hinausschaut, wenn man draußen frühstücken kann, wenn man zum Südost-, Nordwest-, Nachbarn geht und fragt, hast du einen Staubzucker daheim oder ein paar Eier? Das ist halt schon recht schön am Land. Aber die Stadt hat auch etwas. Das gebe ich schon zu. Aber zum Wohnen könnte ich mir es nicht vorstellen. Ob die Unterscheidung zwischen Stadt und Land heute noch zeitgemäß ist und was man bei aller Landromantik nicht vergessen sollte, darüber reden wir gleich. Da sind wir wieder. Wir sind heute zwar hier in der Großstadt, aber wir reden über das Land, wo es angeblich keine Sünde gibt. Mein Thema heute Nachmittag am Land, da gibt es keine Sünde. An dieser Stelle verrate ich Ihnen gerne die Telefonnummer der Publikumsredaktion. Ganz wichtig, wenn Sie woher auch immer nach Wien kommen möchten. 01886-2747 und die Durchwahl 5776. Wir haben auf der Bühne kennengelernt den Peter, der ein Städter ist, durch und durch. Alleine der Gedanke, dass er aufs Land ziehen müsste oder Urlaub am Bauernhof, das gleicht einem Albtraum sozusagen für ihn. Und wir haben das entzückende Bad Leonfelder, habt ihr einen Namen, Gesang? Familienquartett kennengelernt. Den Ben und die Elisabeth und die beiden entzückenden Töchter, die Carina und die Lisa, haben im Publikum Platz genommen. Weil wir ja noch Platz für andere Gäste brauchen. So ist das bei uns. Du, Peter, bist du religiös? Nein. Nein, aha, dann hätte man fast gedacht, ne? Ja. Aber auch nicht religiös erzogen? Also nein, Kirche nein. Und so war nie bei euch ja, ein Thema. Ja, meine Oma hat schon an Gott geglaubt und irgendwie, aber war es auch schon. Also ich bin nicht in die Kirche geschleift worden oder so. Glaubst du, dass die Landflucht noch steigen wird oder eher umgekehrt die Städter aufs Land ziehen? Ich weiß nicht, was der Benno für Erfahrungen hat. Naja, ich glaube schon, dass eher die Städte wachsen und gewisse Gegenden mehr oder weniger ausdünnen. Weil ist es nicht so, Benno, dass viele Städter aufs Land ziehen? Sich dort schöne Häuser bauen, weil sie... Schon, ja, kommen ich beobachte schon. Das auch. Speziell auch Linzer, die Zweitwohnsitze haben bei uns. Genau. Ja. Und dann irgendwann in der Pension kommen oder halt gleich schon früher. Ne? Wir ziehen dann hinauf. Ja. Genau. Das stimmt schon. Ja. Also der Dieter lebt am Land, aber er ist ein großer Kosmopolit. Und er hat auch lange gebraucht, um aus diesem konservativen Umfeld, das ihn geprägt hat,
da auszubrechen. Hier ist der Dieter. Hallo. Dieter ist in Gmunden zu Hause, gell? Ja, Gmunden. Traunsee. Schön. Und dort bist du groß geworden und alles oder hingezogen? Ich bin in Gmunden an und für sich schon groß geworden, aber direkt in der Stadt drinnen, in einer Traungassen. Und hab mir dann eigentlich mit den Jahren bin ich in der Schule natürlich gewesen und bin eigentlich in die Schulferien in einem ganz extremen kleinen Dorf gewesen. Und dort habe ich eigentlich die Kindheit sozusagen beinahe verbracht. Okay. Und jetzt erzähl ein bisschen von dir. Du hast als junger Mann eine Frau kennengelernt. Ja. Was denn? So, so wie es halt am Land üblich ist, habe ich es praktisch kennengelernt. Und ich war auch für sich ein bisschen als Filou verschrien. Und die Mädels sind mir ziemlich nachgestiegen, weil ich gern getanzt habe. Und vielleicht auch nicht so schlecht. Ich bin sogar noch in die Tanzschule gegangen. Und ja, und habe dann eigentlich heiraten müssen, weil ich einen Sohn habe. Und dann auf einmal, und ich glaube, der Mensch ist einfach nicht für die Monogamie geschaffen. Ja, das sagt der Peter auch. Ich habe ja Augen, und wenn ich Augen habe, sehe ich halt einfach so viele hübsche, fesche Menschen. Aber es hat sich dann bei mir ein bisschen rausgestellt, dass ich eher auf Männer stehe. Und dadurch habe ich mich dann eigentlich geoutet, habe in Baden bei Wien habe ich mir selbst eine Kur verschrieben. Und diese 3 Wochen habe ich sozusagen ausgekostet, ob ich das wirklich will oder nicht. Und ich bin bei dem geblieben, habe es daheim eingestanden. War natürlich für beide furchtbar, wir haben beide Rotz und Wasser drinst. Aber es ist halt so. Entschuldige, aber bis dahin hast du deinen Mann, sagt man, deinen Mann stehen. Ja. Ne? Also, du habt es ganz normal. Man darf ja eigentlich ganz offen reden, ihr seid ja auch keine kleinen Kinder mehr. Wir haben den schönsten Orgasmus, habe ich mit dir gehabt. Hervorragend. Also, das aber hat eigentlich super funktioniert mit dir. Ja, ja. Und wie lange? 15 oder 16 Jahre. Na, das ist zum Beispiel für den Peter schon Methusalem-Ding. Ja. Okay. Und dann kam aber trotzdem in dir die Sehnsucht, ich will es mit einem Mann probieren. Ich habe mich dann eigentlich in einen Mann verliebt. Und mit dem habe ich mir dann in einer kleinen Ort neben Gmunden im Binsdorf ein Haus gebaut, ein Holzhaus, damit es schnell geht, damit wir schnell zusammenziehen können. Und das hat 4 Jahre geklappt, aber dann ist das leider auch auseinandergegangen. Dann bin ich circa 2 Jahre wieder allein gewesen. Dann habe ich wieder einen kennengelernt, wieder 4 Jahre beieinander gewesen und dann bin ich wieder 2 oder 3 Jahre allein gewesen. Und jetzt in der letzten Zeit habe ich dann mit einem Freund zusammengelebt, 8,5 Jahre. Und das ist aber leider auch in die Brüche gegangen, weil wir andere Ansichten gehabt haben, sage ich jetzt einmal so. Aber das ist alles am Land gewesen, das nicht? Das ist alles in Gmunden passiert. Heißt das, dass du deine Homosexualität, obwohl du die Orgasmen mit einer Frau hattest, verstecken musstest und dich erst später outen konntest, weil es ja auch nicht erlaubt war oder gern gesehen war und am Land überhaupt? Ja. Also ist das jetzt am Land auch alles easy cheesy? Ich habe den großen Vorteil eigentlich gehabt, wie ich mich geoutet habe, habe ich zugleich extrem wie das Molnau angefangen. Und da haben wir die ganzen Gmunden gesehen, weil ich mitten in der Stadt halt die Häuser und die Gassen gemalt habe. Und jeder da hat mich dann eigentlich ein bisschen bewundert und dadurch habe ich dann eine Ausstellung gemacht. Und mit einem Schlag bin ich dann sozusagen der Künstler gewesen. Und ein Künstler verzeiht mir halt einfach mehr alles. Ja, ja. Die müssen alle ein bisschen einen Huscher haben oder sind halt einfach ein bisschen der anders. Peter. Das habe ich aber natürlich ausgenutzt. Und ich bin eigentlich mit keinem Menschen angestreift. Es hat mich keiner irgendwie, sondern es hat mir eigentlich jeder beglückwünscht, dass ich so ehrlich bin und dass man trotzdem, ich bin ja mit meiner Frau immer noch sehr, sehr gut. Und also, du schaust sehr jung aus. Das stimmt, 76 bist du schon?
Ja, leider. Also du wirkst deutlich jünger. Ich hätte da mindestens 10 Jahre weniger gegeben. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Die Liebe hält dich jung anscheinend. Na, du stehst auch auf jüngere Männer, gell? Ich stehe auf jüngere Männer. Wie jung? Da sauge ich wahrscheinlich die Jugend ab. Wie jung sind die? Sehr jung, ne? Ich bin natürlich in der Ehe schon ein bisschen doppelgleisig gefahren. Das war natürlich wahnsinnig anstrengend, die Liegerei. Ich habe es dann eben einfach, da war ich glaube ich 42, da habe ich es eben dann einfach nicht mehr ausgehalten, nervlich. Du, aber Dieter, wie jung sind deine Liebhaber? So um die zwischen 20 und 40. Also doch deutlich jünger. Ja. Ja. Das stört aber mich nicht. Solange es auch die Liebhaber nicht stört, ist es ja. Und ich glaube, dieses Gefälle, das was zwischen Land und Stadt gewesen ist, das gibt es nicht mehr. Zumindest in der sexuellen Richtung sicherlich nicht mehr. Sondern es kommt die dritte auch, ja? Komponente dazu, das Internet. Ja. Ja. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Internet. Weil dort am einfachsten halt, da kann man halt die Leute anschreiben und fragen, ob das passt oder nicht. Und dann trifft man sie. Da gibt es keine Umeinanderliegerei und nichts, sondern das passt oder das passt eben nicht. Und man trifft sie und dann funktioniert das. Man muss einfach so ehrlich sein, der Mensch ist für das nicht geeignet, dass man nur bei einem Partner bleibt. Ich glaube fast nicht. Ich bewundere Leute, die 40 Jahre beieinander sind. Ich sage aber auch zu dem Mann dann meistens, ich glaube, du bist einfach zu faul gewesen zum Fremdgehen. Ja. Oder vielleicht keine Gelegenheit, was früher. Oder zu bequem. Weißt, das macht natürlich schon was aus. Es ist natürlich einfacher. Benno, du bist treu. Ja. Der große Unterschied zwischen Land und Stadt, was einfach extrem für mich persönlich war einfach das Kirchliche. Einfach der christliche Glaube. Ich sage, Essen, Trinken und der Sex, das sind die wichtigsten Sachen im Leben. Wer in der Liebe nicht zufrieden ist, bitte, der wird nie ein erfülltes Leben haben. Ich lebe aber nur, ich hoffe, 80. Also ein paar Jahre habe ich noch. Die will ich aber auch noch glücklich leben mit dem Sex. Und die Kirchen, aber die ist da so weit zurückgeblieben. Sexuelle, bitte, die haben das einfachste Leben. Ja, ich habe ein schwieriges Leben. Ja. Weil das ist auch. Ja. Du, da bäumst du dir den Finger als du, gell? Weil das ist das Nächste, dass man heutzutage sehr wohl sagen kann, in dieser sexualisierten Welt, ich nicht. Also, mich interessiert das gar nicht. Ne? Also, das. Aber ein bisschen vielleicht, Benno, mit dieser Scheinheiligkeit, da hat er vielleicht ein bisschen recht, der Dieter. Ne? Ja, da muss man recht geben, das stimmt auch. Es ist aber nicht mehr so, es ist schon offener jetzt. Gott sei Dank muss man wirklich sagen, es ist wesentlich offener, wenn ich das Lernfreund hernehme. Es ist einfach so, dass die Leute nicht mehr so scheinheilig sind, sondern gehen halt nicht in die Kirche, wenn sie es nicht wollen. Mhm. Darum sind auch weniger Besucher jetzt in der Kirche. Früher war das strautvoll immer und es war eine gewisse Scheinheiligkeit auf alle Fälle dabei. Das stimmt. Aber weil du sagst, eure Kirchen sind schon halb leer, also früher waren mehr Menschen in der Kirche, das ist vielleicht im Mühlviertel so, aber im Heiligen Land Tirol ist es wahrscheinlich anders. Ja? Zumindest kommen jetzt zwei Vertreter, das sind der Sepp und die Lisi, herzlich willkommen. Hallo, grüß euch. Sepp und Lise. Lise, wo genau wohnt ihr? Wir wohnen im Bitztal, in der Gemeinde St. Leonhard. Das hat viele Weiler und im Weiler Blankeross, im Ortsteil Blankeross wohnen wir, ja. Direkt an der Bitztaler Gletscherbahn, ja. Da tut sie jetzt, da habt ihr keine Menschenansammlungen, oder? Sepp. Naja, schon, freilich, von denen leben wir ja nicht. Wir haben Skilifte und ein Skigebiet. Ja, aber dann, wenn die weg sind, ist Ruhe. Da ist Ruhe, ja. Schön. Herrlich.
So herrlich und so herrlich. Seit wann seid ihr zwei zusammen? 32 Jahre sind wir jetzt zusammen. 32 Jahre. Jetzt staunst du, gell? Peter staunt, ich staune auch. Ja. Ja. Nein, ich meine, das ist Klischee. Es gibt auch in Wien Ehen, die 60er halten und am Land welche, die nicht lang halten. Aber ihr habt euch gesucht, gefunden und ein bisschen hat auch wohl das Glück mitgespielt, weil eigentlich, liebe Lisi, hätte es dich ja theoretisch ganz weit weg hin verschlagen können. Es hat dich weit weg hin verschlagen nach Amerika. Du hättest theoretisch dort bleiben können. Ja. Ich, wo warst du? Ja. In Chicago? Oder genau, in Chicago, ja. Ja. Genau. Bin auf die Highschool gegangen dort, ja. Das ist schon eine Umstellung, ne? Vom ländlichen Bereich dann gleich in die riesige Stadt. Ja, das war so mein Wunsch, oder dorthin zu gehen, auch Englisch zu lernen. Aber ich habe immer gewusst, ich gehe wieder zurück nach Tirol. Mhm. Aber ich hatte so eine Idee gehabt, Stewardess zu werden. Und das konnte ich aber erst mit 21 damals. Und ja, dann habe ich halt verschiedene im Tourismusverband und so gearbeitet. Und in der Zeit habe ich ihn selbst kennengelernt. Na, und wie ist denn das jetzt mit der Sünde? Weil eigentlich kenne ich ja diesen Satz, auf der Alm, da gibt es keine Sünde. Das stimmt. Die gibt es schon? Nein. Na. Hört sich ja. Jetzt reicht. Der liegt jetzt auf der Bühne. Am Skilift ist es aus mit der Moral. Am Skilift ist aus mit der Moral, Peter. Ja, was hast denn du erlebt? Beim Skifahren? Nein, aber beim Skilift kann man schon. Ich meine, zumindest am Sessellift kann man schon. Ja, wenn man da so auf engstem Raum zusammen ist, der Lift bleibt stehen und kommt mal ein bisschen herum. Da hört sich dann die Moral auf. Also du glaubst, dass es dort wilder zugeht als woanders? Ich sollte, na, denkt man schon. Wenn man sich so zusammenkuscheln muss, weil es schon kalt ist. Ne? So Ski, ja. Denke ich mir schon. Aber die Leute, die sozusagen die Leben nicht tun, das sind ja meistens selber Städter, ne? Die, was tut auf Urlaub hin. Ist das so? Na gut, die liebe Sünde, das ist natürlich ein weitläufiges Thema. Natürlich, gell? Gibt es in vielen Facetten und in vielen Bereichen, im Stadt, glaube ich, mehr wie im Land, glaube ich schon, weil man sich am Land eher kennt eben und da jeder nicht, wenn man da unterwegs ist. Und wir haben natürlich in unserer Gemeinde die viertgrößte Gemeinde von Österreich einerseits, aber haben nur 1400 Einwohner. Und da kennt jeder jeden, natürlich. Na, und wenn du mit dem Auto hinfährst und öfter dort stehst, sei mal Habitäre Christi und so. Und ja, aber gibt es natürlich auch, logischerweise, nicht? Aber ich glaube, in der Stadt schon mehr, glaube ich. Ist mehr ein Gefühl so. Im Grunde ist es auch wurscht, nicht? Das ist natürlich jedem seine Sache, wenn er es tun will. Ich tät meinen Buff nicht an, den Stress nicht an, weil das wäre mir viel zu aufwendig und viel zu. Ich bin zwar Gastwirt, gell, und erlebe viele, viele Gäste von überall her so. Und da rede ich dann mit jedem und dann erzählen sie auch immer wieder dann, wenn sie mal ein Glasl haben, gell, erfährt man ja viel von dem Ganzen. Von dem ganzen Leben und der Liebe und so. Leben, Liebe und allerhand Geschichten, Hobbys etc., was sie so machen halt so. Ne? Sehr interessant. Glaubst du, dass die Städter ein bisschen so verloren sind, weil man halt viel mehr Möglichkeiten hat oder weil man halt nicht dieses traditionelle, dieses Verbundene lebt? Ich meine, der Peter hat gesagt, seine längste Beziehung war 6 Jahre. Oder 6 Jahre, ja. Na gut, ich glaube, die Werte, die man dort lebt oder da lebt, sind nicht anders, zu vergleichen. Sind anders, das glaube ich schon. Dass man im Land draußen einfach aufgrund von familiärer Verbundenheit und Erziehung und auch Umfeld, das Ganze spielt schon eine Rolle. Ich glaube schon, auch die Kirche und die Vereine, das erdet schon sehr. Die Kirche hat schon was bei uns im Land. Wie mein Mann schon gesagt hat, die Leute, die in Kirchen gehen, gehen aus Überzeugung. Genau. Und wir versuchen halt auch unsere Kleinen von der Schule her durch Kindermessen in die Kirche zu bringen, bleiben sehr lange dort dann. Aber es hört leider meistens nach der Firmung, wenn die Eltern dahinter sein müssten. Wenn die Eltern dahinter sind. Und das ist am Land schon gegeben. Wenn so die Städter zu euch kommen, was übersehen die? Also das Leben am Land hat der Peter eingangs gesagt, da stellt er sich vor, hart arbeitende Menschen im Schnee. Jetzt sind ihr zwar da, ihr seid hart arbeitende Menschen und meistens habt ihr einen Schnee. Was übersehen die Städte? Übersehen die genau das, dass das Landleben schon auch also beschwerlicher ist?
Mag sein, ja. Kann ruhig sein, dass für die aus ihrem Blickfeld heraus beschwerlicher ist. Natürlich muss man, wenn man einen Meter Schnee hat oder 1,50 Meter, dann muss man wegschaufeln, ist schon anstrengend natürlich. Aber es ist nicht jeden Tag natürlich. Das ist immer wieder einmal. Und ich glaube, diese Geschichte, was man hineininterpretiert, ins Landleben, hart arbeiten und schwer und eine Mischgabel oder eine Sense oder eine Schaufel, das ist halt auch nicht mehr so extrem, wie es einmal war. Gell? Also haben wir auch Schneefräse zum Beispiel, ne? Da und dort einmal, und haben auch einen Backer und haben auch unsere Hilfsmittel zum Arbeiten. Ne? Ich wundere, die Gastronomie ist jetzt auch da ist ein bisschen anders, weil man einfach jeden Tag, 7 Tage die Woche, von morgens ganz früh bis abends ganz spät unterwegs ist, mit Gästen umgeben. Das muss man mögen. Und 4 Kinder habt ihr auch? Macht. Macht. Du! Sicher. Und was machen die Kinder beruflich? Also unsere Anna, die Älteste, ist Arbeitspsychologin. Dann der älteste Sohn, der ist Gastwirt. Dann haben wir einen Sohn, der macht Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften. Und unser Jüngster, der ist jetzt 18, der Johannes, der ist Holzbildhauer. Mhm. Ah, schau. Interessant. Was sagt der Dieter? Das ist doch spannend. Interessant. Schon, gell? Ja. Der Dieter hat zuerst gesagt, wolltest du was meine dazu sagen? Meine Eltern, ja, wie ich 14 war, habe ich mich entscheiden müssen, ob ich einen Beruf mache oder ich wollte eigentlich auf die Kunstakademie gehen. Ja. Aber leider oder richtigerweise hat meine Mutter gesagt, weißt du was, es gibt so viele hungernde Künstler, du lernst einen Beruf, malen kannst nebenbei auch. Ich muss ehrlicherweise sagen, finde ich vollkommen richtig. Haben deine Eltern deinen quasi sexuellen Werdegang noch miterlebt? Dein Outing, dein Ausbrechen aus dem Ganzen? Meine Mutter. Mein Vater hat es nicht erlebt, aber meine Mutter hat es erlebt. Ja. Und ich habe es ganz beinhart und ganz richtig erklärt und alles. Aber sie war dort auch schon um die 80 und da kann man da einfach nicht mehr so reindenken, ist mir völlig klar. Und sie hätte halt dann am nächsten Tag gemeint, du Dieter, ich sag das gleich, du wirst das immer mein Sohn bleiben und ich werde immer hinter dir stehen, aber kannst dich nicht zusammenreißen und doch wieder anders tun. Weil so eh schon gegangen ist. Es nutzt nichts. Ja. Es ist einfach so. Das ist so, ich sage, weil das kommt darauf an, ob wer auf blonde Frauen steht oder auf schwarze Frauen. Das kann man auch nicht oder auf Männer steuern. Ja. Oder auf Männer. Männer. Hol mal den Walter noch dazu. Der Walter sagt, dieses ganze biedere Landleben ist in Wirklichkeit alles nur eine Illusion. Hier ist der Walter. Grüß euch. Hallo. Das biedere Landleben, das hast du aber anders in Erinnerung, oder? Wie du noch ein Lausbub am Land warst. Ja, das Landleben, das war zu einer Zeit, das ist schon über 70 Jahre her. Ich war ein Pflegekind von der Stadt Wien, bin aufs Land gekommen. Und dort, wo ich hingekommen bin, das ist eine arme Gegend, das südliche Burgenland, ganz unten in Mogersdorf. Und ja, dort war die Moral natürlich genauso wie in der Stadt. Also es ist um keinen Deint besser, weil die Burschen sind Fenstern gegangen. Sie sind nicht oft offiziell zu den Mädchen gegangen, sondern haben gefenstert und sind beim Fenster eingestiegen. Und alles war in Ordnung. Also mit der Moral hat man das alles verschwiegen. Wie war denn das so? Da hat man schon auch den Glauben, Kirchgang, die Kirche hat schon eine große Rolle gespielt, nicht? Die Rituale. Für mich ein Problem, von Anfang an gewesen. Weil? Ja, ich bin dort in die Volksschule gegangen und da wurde mir bei jedem Religionsunterricht gefragt, warst du in der Kirche? Und bei uns, ich habe dort im abseits vom Dorf gewohnt und ich konnte in die Dorfkirche gehen oder auch nach Maria Bild. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Das ist und ich habe natürlich gesagt, ja, ich war dort. Und der
Pfarrer, da hat man das natürlich nicht geglaubt. Gell? Und ja, ich habe dem Pfarrer natürlich auch nicht geglaubt, weil der war ein Schlawiner. Der hat... da war eine Lehrerin. Was hat er gemacht? Da war eine fesche Lehrerin, ja, die, ich glaube, die hat getrennt für ihren Partner gelebt und der Pfarrer war ihr Liebhaber. Mon Dieu. Ja, das hatte jeder gewusst, aber das wurde eben nicht erwähnt. Es wurde eben so, man ist eben. Hat das zur Kenntnis genommen, aber es wurde in der Öffentlichkeit so getan, als wäre alles in Ordnung. Red mal über die Liebe noch einmal. Du warst viele, viele Jahre mit ein und derselben Frau verheiratet. Ja, da bin ich ihr dankbar. Ich bin 60 Jahre verheiratet gewesen. Ja. Und ich möchte keinen Tag missen. Und ich bin noch, und ich bin also dankbar, dass ich mit ihr leben durfte. War es eine glückliche Beziehung oder gab es auch andere Frauen? Es gab immer andere. Wirklich? Auch, ja, das ist jeder, also ich sage so, jeder Mensch hat eine gewisse Zeit, wo er verliebt ist in eine. Angeblich 4 Jahre höchstens. Ja, na, das ist ja schon sehr lang. Ja, eben, das ist schon sehr lang. Ja. Na, ich sage, das ist von der Natur aus ist ja der Mensch geschaffen, dass er sich weiter. Ja, und wenn ich eine Frau sehe, für die ich Sympathie habe, dann sehe ich, aha, mit der, das wäre eine super Sache. Umgekehrt geht es auch den Frauen so. Ich glaube nicht, dass die Frauen da anders programmiert sind. Das ist jetzt interessant. Jetzt muss ich die Elisabeth anschauen. Wir reden immer nur vom Benno, wo der Benno. Die Frage ist, was hat sie gemacht, während du in Linz warst? Man geht immer nur davon aus, dass der Mann vielleicht betrügen könnte. Aber die Frau ja. Ich hätte dieselbe Freizeit. Genau, sag ich ja. Aber ich habe auch keine. Und ich möchte das gar nicht als Betrug definieren. Aber wie schafft man, Sepp, dann so viele Jahre, und weil du hast gesagt, naja, 4 Jahre, immer wieder dieses Verliebtsein hochkommen zu lassen? Ja, das muss man pflegen natürlich, das muss man immer füttern mit, ja, das ist, ich glaube, wenn man diese Gedanken, was die Herrschaften da haben, gell, sind deren, die meinen, sind das gar nicht, überhaupt nicht. Ja, ich lege da schon große Wert drauf, auf diese Treue und auf diese Gemeinsamkeit. Man muss dafür auch was tun. Gell? Ja, und vor allem, ich glaube, das ist das, wofür man sich entscheidet. Also wenn man einen Mann findet, so wie die Elisabeth den Benno oder die Lise dich, und ihr habt euch dafür entschieden, treu zu bleiben, weil das genügt, dann kann man auch in dieselbe Richtung blicken. Und wenn man halt, so wie der Walter, die Frau zwar liebt, aber auch andere Blümchen sieht, dann wird es schwieriger. Ja, ne? Ich glaube, meine Frau, die hat dieselbe Erfahrungen vielleicht gemacht. Ich weiß es nicht. Und wenn ich nichts weiß, spielt es mir auch keine Rolle. Also du hast es nie gebeichtet? Bitte? Du hast es nie gebeichtet, ihr gesagt? Es wusste ja jeder irgendetwas, dass was passiert ist. Aber es wurde darüber nicht gesprochen. Es wurde toleriert. Seitensprung tut man nicht beichten. Ja. Das ist unfair, da tut man anderen ja weh. Ja, sehr rücksichtslos und egoistisch. Angedeutet wurde jetzt immer, gell? Ganz nach dem Sinne, ein Gentleman genießt und schweigt, ne? Ja. Ist aber auch bei Neuer ein bisschen unmoralisch, wenn man sozusagen die Doppelmoral so durchführt, praktisch bei Neuer. Das wissen sie eigentlich alle, aber eigentlich dürfte es nicht sein. Ja, weil entweder ich bin treu oder ich bin nicht treu. Also ich habe immer versucht, treu zu sein und ich muss ehrlich sagen, ich war. In meinen Jahren, wo ich mit den Männern beieinander war, war ich treu. Nur dann und jetzt, die letzten 5 Jahre, wo ich frei bin, bin ich sozusagen nicht mehr treu. Und ich möchte ja im Prinzip keinen ständigen Partner mehr. Man wird als Alte einfach ein bisschen schälert und man hat Flausen. Und die kann ich halt besser ausleben, wenn ich frei bin. Mhm. Und darum will ich eigentlich keinen Partner mehr. Ben, und da hast du heute viel gehört. Ja, das also geht an mir vorbei. Ich sage auch, jede Beziehung gehört gepflegt. Ja. Und noch dazu gibt es im Mühlviertel einen Spruch.
Und dann sagt meine Frau genauso wie ich, nicht einseitig, es kommt selten was Besseres noch. Bravo, jawohl, jawohl. Aber wir haben heute gelernt, es sind die Unterschiede nicht mehr so, wie sie vielleicht einmal gemeinhin waren oder wo man es halt angenommen hat. Das ist das, was wir, einer von euch beiden hat das gesagt, mit Stopp. Du hast es gesagt, Dieter. Ja, Land, Internet. Richtig. Stadt, Land, Internet. Es wächst immer mehr zusammen. Und ich meine, wenn bei euch die Menschen einander noch grüßen, finde ich das großartig. Mhm. Also bei uns am Land tun sie das nicht mehr. Ich sage da immer ganz, ganz laut zu den Kindern, grüß Gott. Ja. Naja, das denken ist die sicher, was würde die alte Hex? Na gut, also, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr Zeit gefunden habt, ja, so weit daher zu reisen. Ja. Und danke für das wunderschöne Liedl. Alles Gute, gell, euch. Dankeschön fürs Kommen. Gell? Danke. Danke auch. Egal, ob Sie frische Luft gerade schnuppern oder die pulsierende Stadt unter Ihnen erleben, es ist mir völlig gleich. Hauptsache, Sie haben einen wunderbaren, guten Fernsehempfang, damit wir uns auch wieder sehen können. Gell? Baba. Sie können nichts daran ändern, dass Sie älter werden. Aber wie Sie älter werden, das haben Sie selbst in der Hand. Verraten Sie uns Ihre Tipps unter 0900 91 0098, wenn Sie sagen, Altern ist nichts für Feiglinge.